Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Kingdoms of Amalur, Reckoning. Sind hier noch im Prismere-Becken in Alabastra. So heißt die Gegend hier. Ja, die Höhle. Und die Höhle heißt Prismere-Becken. Hier waren Tuata, Spinnen. Davon sieht man jetzt nichts mehr. Und hier ist auch eine Heilerin zu Hause. Die hat sich vor dem Krieg da oben, hier in dieser Höhle. Die hat genug von dem Wahnsinn da draußen. Die hat sich hier zurückgezogen in diese Höhle, ja. In der Hoffnung, dass mal irgendwie wieder eine Möglichkeit besteht, rauszugehen, wenn es einigermaßen friedlich wird. So sieht es im Augenblick ganz und gar nicht aus. So. Wir gucken uns, ja, das ist noch eine Höhle. Bekonai. Gehen wir mal hin, ne? Ja. Gucken wir uns das mal an. Ja, wir gucken hier mal rum, ob wir hier irgendwie Höhlen finden, in die wir noch reingehen können. Das sieht nach einem Gebäude aus. Ja. Weil manchmal gibt es auch Aufträge in diesen Höhlen. Geht's hier irgendwo hin? Nee. Da kommt man hier überhaupt rein. Hoch. Doch, man kommt rein. Hier kommt man rein. Dann wollen wir das mal festhalten. Ja, das ist ein Gebäude. Na gut, okay. Ich meine, die Höhlen sind auch oft in Wirklichkeit keine Höhlen, sondern irgendwelche unterirdischen, was weiß ich, Ruinen oder irgendwas von irgendwelchen Gebäuden, Katakomben. Da ist jemand im Knast. So, hier ist jemand im Knast, genau, und der hat einen Auftrag für uns. Aha. Ordo. Ordo, wer bist Helft du denn? Helft einem Freund, bitte. An einer Wand dort gibt es einen Mechanismus, um diesen Käfig zu öffnen. Ja. Sure. Wir können nicht mit ihm reden, bevor wir ihn nicht rausgelassen haben. Also werden wir es tun. Wir werden ihn rauslassen. Dann werden wir uns mal die Wände angucken. Guck da, mal, hier ist ziemlich was. Ziemlich deutlich. Mhm. Da kann man draufdrücken. Wieder ein Irati-Siegelstein. Einen haben wir ja noch dabei. Im Gepäck habe ich gesehen. Aha. Ihr da? Ja. Ich heiße Ordo. Ich danke euch, Fremder. Ich fürchtete schon, es würde nie jemand kommen. Dass ich diese Wände anstarren würde, bis ich hinter den Schleier gezogen werde. Warum bist du hier unten? Gute Frage, ja. Weil ich vom Pech verfolgt bin und die Glücksgötter noch nie auf mich herabgelächelt haben. Doch dieses Schicksal wollte ich ändern. Wie ich das bewerkstelligen wollte? Sie heißt Maura Charlin und sie ist eine Schicksalsweberin. Ich traf sie, als ich die tiefen Ruinen von Vekonai erforschte. Wir schlossen einen Pakt. Ich kehrte nach Eventide zurück, um Gegenstände zu beschaffen, die den Fluch brechen könnten, mit dem sie belegt ist. Auf dem Rückweg wurde ich von den Tuata angegriffen. Verdammtes Pech. Na gut, dann fahren wir mal durch. Ja, erstmal das. Er war ein angesehenes Mitglied des Clans der Eventide. Barret hat mit den Murgan gearbeitet. Er wollte sie verstehen. Ich wusste, dass er wenig Verwendung für einen Schüler haben würde, sobald seine Arbeit mit den Murgan abgeschlossen ist. Ja, den haben wir ja gefunden, aber der ist leider auch tot. Der Großteil meines Clans wurde sofort getötet. Ihre Schreie stiegen in den großen Kreislauf auf wie Rauch. Ich glaube, mein Meister Barret und seine Schülerin Neel haben überlebt. Ich hatte Eventide schon verlassen und hätte auch den Dämmerpass hinter mir lassen können. Aber ich wollte Maura besuchen. Es wird sich lohnen. Ich weiß es. Ja, Neel also Barret lebt ja nicht mehr, noch. Neel lebt noch. Aber Barret. Den Meister kennen wir gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer der Meister ist, oder? Du auch nicht, oder? Nö. Ich war Barets Schüler während seiner erstaunlichen Arbeit mit den Bestien. Um aus seinem Schatten zu treten und mich zu beweisen, zog ich aus, um die Welt zu erforschen. Was ich fand, wen ich fand, es war alles so unerwartet. Die Schicksalsweberin Maura Charlin haust in dieser großen Kammer. Von den Tuata in ihrem eigenen Heim eingestarrt. Ich bin bei der Erkundung des Gebäudes auf sie gestoßen. Sie ist einen Handel mit mir eingegangen. Wenn ich ihr zur Flucht verhelfe, hilft sie mir, mein Schicksal zu verändern. Dann werde ich nicht mehr vom Pech verfolgt. Na, ich weiß ja nicht. Aber wir werden ihnen trotzdem helfen. Aber klar, aber das freut mich. Vekonai ist eine riesige Ruine. Maura in ihren Tiefen zu finden, ist zu zweit sicher leichter. Lasst uns gehen. Mhm. Ja, aber erstmal haben wir mal Vekonai, ja. Vekonai existierte am Dämmerpass schon lange vor Ashmoor und Eventide, sogar vor dem Haus der Rache und unserem großen Hof des Winters.
Vekonais Magie ist wild und tief. Ganz schön alt, wenn es vor allen anderen schon da war. Und die sind auch mächtig alte. Sie ist in der großen Kammer eingesperrt, tief unter der Oberfläche. Die Morgan werden versuchen, uns aufzuhalten, doch mit etwas Gewalt lassen sie sich vertreiben. Na, vertreiben? Naja, in die ewigen Jagdgründe. Ja. Okay. Na gut, Ordo. Du vom Pech Verfolgter. Jetzt gucken wir erstmal auf die Karte. Wir sind hier ist eine rein. Okay, da ist das. Dann gucken wir erstmal hier im Osten. Da müsste sich die Wand auftun. Wir sind ja zwei Bandtouren. Eine auf jeden Fall. Schön. Aber zwei sind, kannst du plündern. Und bei der anderen kommen wir ja wenigstens Molochbeinpanzer. Molochbeinpanzer. Kommen wir ja wenigstens, gucken bei der anderen. Macht. Nur ist hier. Macht. Können wir leider nicht gebrauchen. Na gut, gnadenlosen Langbogen. Kennen wir schon sowas? Ja. Und so, jetzt gucken wir mal. Schwer. Nee, jetzt kannst du vergessen. Das gibt wieder einen schönen Fluch, dachte ich. Da sind zwei einfache Mannertränke drin. Wenn du da verflucht worden wärst jetzt. Mann, sind die gemein. Da hätte ich in die Tischkante gebissen. Aua. Meine Zähne hätten mir dann aber wahrscheinlich ein bisschen wehgetan. Ja, das könnte schon sein, dass sie dir das übel genommen hätten. So, da hinten. Manchmal gibt es hier so kleine Räumchen unter den Treppen, aber hier kommen wir gar nicht hin. Dann können wir gleich mal hier hochgehen. Und dann wieder runter. Warum ist eine Seite von diesen Treppen fast immer eingestürzt? Und es ist, wenn man davor steht, fast immer die rechte Seite. Ist dir das schon aufgefallen? Eine Schablone wahrscheinlich. Ah, so. Haben sie immer die Treppen genommen? Natürlich. Da habe ich immer neue Treppen konzipiert. Ach, guck mal. Oh, was haben wir denn hier? Morgans. Der Spielplatz der Morgans. Guck mal, da schläft eine. Die Morgan. Eine Beinscheibe schläft. Mama ist hier hinten. Dann gehen wir doch mal hier. Wir gehen, ja. Oh. Und zwar auf die Morgans zu und vor allen Dingen auf die Beinscheibe. Zwei Stück sind das sogar. Noch eine Priesterin. Hat aber nicht mehr allzu viel gebraucht, aber ein paar Elite-Mopses sind. Er sitzt da hinten und hält sich die Ohren zu. Und die Augen. Er hat ganz genug Hände, um alles zuzuhalten, was er zuhalten möchte. So. Wahrscheinlich auch noch die Nase. Verschleierte Feinklingen. Ja, naja, von den Grundwerten. Aber die von Kütern sind schon spitze, das muss man ihnen lassen. Ja. So, mehr haben wir hier nicht. Aber da hinten gibt es noch eine Truhe. Ja. Und wir gehen dann da lang. Wir gehen zum Absprungpunkt und ich schätze mal, das wird eher ein Rückweg sein, oder? Aber wir müssen es ausprobieren. Geh mal hin. Auf jeden Fall gibt es da auch einen Stein. Ja, hier muss man gut zu Fuß sein. Von wegen Treppensteigen und so. Ja. Das war doch hier, oder? Ja, ja. Schieß davor. Genau, das ist der Rückweg. Ja, ja. Untersuche Tür. Ah, habe ich mir es doch fast gedacht. Na gut, dann gehen wir zu diesem Steinchen. Ja. Gehen wir. Ja, wir gehen. Ja. Komm mit. Wir sind schon unterwegs. Gehen jetzt hier. Wir beugen uns der unüberwindlichen Tür. Wenn auch unter lautstarken Protest.
Wer unter lautstarken Protest? Ich höre hier keinen Schreien. Hast nicht gehört, wie er geschimpft hat, Pepe? Ich habe es nicht gehört. Blöde Tür, blöde. Warum soll ich hier runterspringen? Ich weiß nicht. Gibt's denn, führen die Treppen auch runter? Ja. Naja, vielleicht um deine Knie zu schonen. Und Springen macht da Spaß, oder? Das sieht irgendwie nach Überfall aus. Na und? Aber hier ist ein Stein. Was ist hier? Ach, hier sind Morgans. Das sind die Eier von den Morgans. Morgan-Eier, ja. Ha? Da kommt, wenn du da raufgehst, kommen dann bestimmt die Morgans schneller raus. Von wegen schneller, du. Ja. Von mir aus, lauf ruhig schneller. Du kannst ja schon mal einen Punkt suchen, wo du dich verstecken kannst. So. Stein des Herbstes. Und jetzt halt die Klappe. Wir hören uns mal den Stein an. Mhm. Und ihr seid fündig geworden und das ist euer Fluch? Die Irati sind fort. Auf diesen zertrümmerten Rippen früherer Städte haben sie keine Spur hinterlassen. Keinen Namen, kein Gebet, kein geheimes Wort. Kein Versprechen einer Rückkehr, kein Warnruf. Keine Geschichte eines einsamen Todes. Welche Botschaft könnten sie hinterlassen haben, in diesen antiken Stein geritzt? Weich wie ein staubiges Grab. Der Frieden der Irati holt das Lebensblut der Magie zurück. Sie sind die obersten Täuscher, das Gegenteil von dem, was sie zu sein scheinen. Ich habe dort ihre wahre Gestalt gesehen. Eine schreckliche, chaotische Monstrosität. So widerwärtig und fürchterlich, wie ich sie einst für wunderbar hielt. Mein ganzes Leben einem Traum hinterhergejagt. Die Wahrheit lag direkt vor mir. Wir sind allein. Es gibt nichts, was uns retten kann. Nichts Größeres als das, was wir schaffen. Aha. Gut. Die Erkenntnis, wir sind allein. Immerhin. Gehen wir. Wir gehen. Ja. Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Ja. So. Also runter Richtung Süden. In die andere Richtung geht's hier nicht. Wenn wir es überlassen, kommen wahrscheinlich die... Oder auf den Rückweg. Aber hier gibt es ja keinen Rückweg, oder? Man wird sehen. Also ich meine, jetzt wird ja nicht der... Oder müssen wir hier nochmal hin? Naja, egal. Ich hoffe nicht, dass wir das alles nochmal ablaufen müssen. In der Regel gibt es ja auch immer eine Abkürzung. Entweder es geht vom Ziel aus raus oder es geht rundum. Na gut, es gibt aber auch Sackgassen. Das stimmt. Und hier haben wir Feinde. Moxis, oder? Genau. Na, Heini? Bisschen sportlich betätigen? Ah, hier gibt's Höhlenmokern und Elitemokern. Schön. Ah. Na, bist du endlich fertig, Kleiner? Heini, noch und was Heini los? Schlecht geschlafen? Ja. Oder nicht in Form? Gehen wir. Wir werden gehen, wenn wir soweit sind, Freund. Genau. Boah, sieht interessant aus, oder? Gebäude. So nach Gebäuden. So nach Stadt unter der Schneller. Erde. Schneller! Ja, kannst ja schon mal vorauslaufen. Wir folgen dir dann. Oh. Sieht ja interessant aus. Sag ich ja. Wasser. Sieht ja aus wie ein riesiges Wasserreservoir. So, da sind schon mal wieder ein paar Murksis. Die nächsten. Ah, zwei Stück. Du hast gesehen, Heini versucht sich vorzutrennen. Heini, da ist noch einer, hinter Heini. Dir. Wo dir den? Der ist heute wirklich nicht im Traum, ha? Naja, du bist so schnell. Gibt's ihm keine Chance. Kopf von hinten, der Murks und er merkt nix. Na gut. Es ist, wie ich befürchtet hatte. Die Tür zur großen Kammer ist verriegelt und mit einem Schutzzauber versehen. Aha. Ich werde versuchen, sie zu öffnen.
Haltet die Augen nach Morgan offen. Es wäre ein Jammer, wenn unsere Reise hier endet. Verstanden. Hm. Okay. Hä? Komm, da sind Morgan. Komm mal da nicht rein. Dann muss ich auch. Ja, hörst du auf? Ich weiß das gar nicht zu schätzen, wenn man mir neue Knopflöcher machen will. Wartet ganz schön. Das ist ein netter. Das ist sowas von gut erzogen, dieser Elite. Ja. Gute Kinderstube genossen. Guck, dabei kommen sie alle nur aus diesen Eiern. Ganz alleine. Die werden nur gemacht und dann kommen sie, werden sie groß. Das ist vielleicht mal was Tolles. Eine tolle Sache. Ordo, du hast dich schon aufgemacht? Ja, hat inzwischen schon aufgemacht. Boah, du bist ja gut. Ich meine, wir hätten nicht auch beschützt, wenn du nicht das Ding hattest. Also ich meine, wir hätten nicht so oder so beschützt. Aber hier ist irgendwas zum Mitnehmen. Mm. Och, eine guck mal, so schön violett. Leicht. Nein, versuch's mal mit auf. Ja. Genau. Oh, verrotten mal gerade. Sind gerade dabei zu verrotten. Ich sehe gerade da bei so, guck mal, 114 oder 142, aber leider ist hier nichts Vernünftiges mehr dabei. Ansonsten könnten die richtig toll sein. Ja. Na, mal sehen, ich werde sie vielleicht zerlegen. Welche? Die verrotten. Ja, die wir gerade gefunden haben, die sowieso schon verrottet sind. Ja. Vielleicht kann man noch was Vernünftiges rausholen. Ja. Wenn es nicht willst. Ablagerung, doch. Genau. Geerntet Weichkrabbelpulver. So. So, wir können ja mal speichern noch so zwischendurch immer mal wieder. Wir sind ja relativ weit gekommen. Ja, was glaubst du, was ich immer wieder mache? Was machst du immer wieder? Na du? Tja, ich schätze mal, der war nicht der Einzige. Nee. Unten oder hier oben laufen noch welche rum. Ich gehe jetzt erstmal außen rum. Hä? Ja. Ach ja. Ja, wir sind immer da hockt. Schon okay. Ist gut, wenn du dich raushältst, dann müssen wir. Weichkrabbelpulver. Ich habe Weichkrabbelpulver gefunden. Schon wieder. Immer aber ganz glücklich. Vielleicht kann man das benutzen wie Brausepulver. So was gab es doch mal auch mal, habe ich irgendwie gehört. Da musst du so ein, da gab es mal so ein Buch auch, was mit Brausepulver macht. Was, du kennst du kein Brausepulver? Warum kennst du kein Brausepulver? Jedes Kind hat Brausepulver. Ich habe vor kurzem einen Film gesehen, da spielt das eine Rolle. Nein? Irgendwie, es war ganz lustig. Egal. Aber Weichkrabbelpulver ist eher, erinnert mich nur eher an dir Wäsche. Vorbeigehen. Tja, ich weiß auch nicht. Hallo. Na du? Hey. Odo. Guckst du in die Sterne? Hier kann man keine sehen und den Mond auch nicht. Ach, da hinten ist noch ein Feind. Ach, da hinten das ist noch ein Mond. Ich hab mich schon gewundert. Hallo, Feind. Mutz. Du musst dich leider abwuchsen. Ja, so. Damit Ordo laufen kann. Ja. Sonst hockt der immer so komisch Ordo. In der Ecke. Hier ist das eine Tür, ja, ne? Ja. Gut, wie kann man öffnen? Steht öffne Tür, also geht's auch. Ja, nur mit der Ruhe. So schön die beruhigend klappernde Geräusche von Heini zu vernehmen. Ja. Dann ist eine Bandtruhe oder irgendwas lila auf jeden Fall. Auf beiden Seiten. Ja.
Und hier ist sie. Die holen wir sie. Uns aber erst, wenn wir hier fertig sind. Maura. Ne? Hallo, Maura. Ordo, ihr seid zurück. Und ihr seid in Begleitung eines Gefährten. Ich sehe vieles, doch dies habe ich nicht vorhergesehen. Willkommen, neuer Freund. Es ist ein Jammer, für euch meine ich, dass Ordos Hunger nach einem besseren Schicksal sein Urteilsvermögen so getrübt hat. Ihr seid so unschuldig, süßer Ordo. Es schmerzt mich, was getan werden muss. Und dass euer Freund es mit ansehen muss. Ja. Was bist du denn für eine? Jetzt fragen wir erstmal. Ich bin Maura, Beobachterin des Gewebes. Diese Welt, dieses Gewebe der Zeit, besteht aus vielen Fäden. Jeder an seinem Platz. Und es gibt euch einen losen Faden. Gask und sein liebster Söldner Kryamor haben mich in diese Kammer gesperrt. Aus Furcht, was geschehen könnte, wenn ich ihr neues Königreich betrete. Sie werden es bald erfahren. Gask wird es nicht mehr erfahren. Und der Kryamor auch. Ja. Ich wurde von den Tuata in dieser magischen Ruine eingekerkert. Es ist wohl ein Kompliment, dass nur die starke Magie von Vekunai mich hier halten kann. Dieser Faden in der Zeit, der mich hierher geführt hat. Ich sehe es jetzt. Er hat euch zu mir geführt. Was muss getan werden? Ja. Die Tuata haben mich in dieser Ruine eingesperrt, meinem Heim. Sie kannten meine wahre Macht, nicht aber meinen Zorn. Ihr müsst wissen, Maura Chalin vergisst nie. Ich muss stark genug werden, um den Fluch zu brechen. Ich werde alles tun, um zu fliehen. Selbst wenn ich dafür die Lebensessenz dieses armen Wurms aussaugen muss. Leider ist es die einzige Möglichkeit. Jetzt werde ich Ordo als Katalysator für meine Rache verzehren. Was euch angeht, geht aus dem Weg oder sterbt. Wir gehen nicht aus dem Weg und wir werden auch nicht sterben. Wohl. Ich werde euch aufhalten. Warum kannst du nicht fliehen? Gask hat diese Ruine mit dem Blut der Toten versiegelt. Und mit den Geistern gefallener Feien. Sie ist verflucht und ich mit ihr. Der Ort, der einst mein Zuhause war, ist nun mein Gefängnis. Um den Fluch zu brechen, muss ich Stärke aus der Lebensessenz eines anderen ziehen. Ordo trägt die Energie in sich, die ich begehre. Aber nicht mehr lange. Also komm, das können wir nicht zulassen. Das können wir leider nicht zulassen. Ich werde euch aufhalten. Ihr wollt Maura Charlin dort bekämpfen, wo sie am stärksten ist? Wie ihr meint. Die Tuata kennen meinen Zorn noch nicht, aber ihr werdet ihn erfahren. Gehabt. Da ist sie doch wieder. Nee. Hat sie ihn schon ausgesaugt oder was? Heini, es gibt Arbeit. Du kannst ja mithelfen. Ne? Die wollen einfach nicht aufhören hier. Komm, wir zeigen es dir. Du musst auch so eine Beinschädel noch aufziehen. Schluss jetzt. So, aber oh. Wir sitzen jetzt wieder. Quest gemeistert. Ordo. Hin. So. Danke, dass ihr Maura besiegt habt. Doch, habe großes Glück, noch einen Tag länger durch das Land streifen zu dürfen. Ja. Ihr habt meinen Segen. Ich werde eine Weile meditieren und darüber sinnieren, was ich jetzt mache. Ja. Dann können wir mal durchfragen. Die Morgan blieben früher stets unter der Erde, doch nun wurden sie an die Oberfläche gelockt. Der Dämmerpass ist voller Nischen, in denen die Morgan sich verstecken können, also seid auf der Hut. Aha. Eventide war ein sehr angesehener Clan, bis die Tuata ihn vernichtet haben. Wir glaubten an den Hof des Winters, und der Hof des Sommers hat sich nie in unsere Entscheidungen eingemischt. Selbst Maura konnte nicht sehen, wohin ihr eigener Faden führen würde.
Sie hatte recht, was euch angeht, Kind des Staubs. Ihr seid auf einzigartige Weise in der Lage, euer Schicksal selbst zu bestimmen. Ich war Barets Schüler während seiner erstaunlichen Arbeit mit den Bestien. Um aus seinem Schatten zu treten und mich zu beweisen, zog ich aus, um die Welt zu erforschen. Was ich fand, wenig fand. Es war alles so unerwartet. Ist aber neu, was er jetzt da jetzt nackt hat. Ja. Und tief in einer Ruine wie Vekonai eingekerkert zu sein, ist für jeden Feind eine unerträgliche Strafe. Mhm. Ja, klar, das war natürlich eine Strafe, aber für wie sie ist, hat sie die auch verdient, die. Ich bin auf ewig dankbar. Schlimme, ja. Dann gucken wir noch mal, was es hier noch so einzusammeln gibt. Sieht toll aus, irgendwie. Ja. Wie heißen diese Fische? Hm? Diese Fische mit diesen Antennen. Diese, auch diese Dinger da. Die Anglerfische. Ja, genau. Ach, jetzt habe ich wieder was eingesteckt, hä? Ja, und? Du bist schuld, du hast mich abgelenkt. Genau, ich habe dich abgelenkt. Glänzende Rohre. Die glänzende Rohre, die können wir uns angucken. Violett ist die? Immer was. Wow, die ist ja auch schön. Feuer, ganz ordentlich. Ja. Alles 20%. Ja, doch. Mhm, aber nichts für uns. Noch mehr hier? Nee, aber auch Truhen oder so. Ah ja, sind ja die Bandruhen. Gibt es da auch welche, die nicht Bandruhen sind? Hier, die zum Beispiel. Na gut, okay. Des weißen Chakrams. Ja, ich glaube, ich werde doch mal ein bisschen was zerlegen. Mhm. Mal wieder, habe ich ja schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Wir können ja gucken, was ist, ob es Mittel ist. Mal sehen, ob man da was vernünftiges. Spannend. Ach Quatsch, bitte. Ich bin du. Immer wieder probierst du das, ich weiß auch nicht warum. Bestimmte Ehrgeiz oder einfach nur die falsche Taste? Ja, falsche Taste, ja. Bombs. Was hast du denn Punkt des Mannanzugs? Oh, Mannanzug, der stört mich nicht besonders. Den hat man ja schon öfter. Ich brauche ja zum Glück nicht so viel. Hab aber gut Regeneration. Also insofern kann mir der gar nicht viel antun. Da sind noch zwei Truhen auf der anderen Seite. Ja, jetzt gucke ich mir erstmal die andere Seite an. Und dann ist hier an, nämlich der Stein und da kann man auch runterspringen. Ist doch rausgehen. Schwer. Kannst du bannen? Mann, nicht schon wieder bannen. Ah. Also, du konntest sie nicht bannen jetzt. Das soll's. Ups. Aua. Das kannst du sehr leicht aufschließen. Ja. Ja, läuft sogar durch. Hm. Wow. Mitreißende Dolche. Allerliebst, oder wie? Aber so toll finde ich die gar nicht. Schämen sollen sie sich. Warum haben sie denn die so gemein versteckt und zugeschraubt? Kannst du mal speichern, falls du dabei bist. Verflixt und zugeschraubt. Aber jetzt eben gleich das richtige, sehr leicht Autoversuch. Jo, das müsste klappen. Ja. Ja, der Stab ist besser wie der Dolch. Aber auch das ist nicht unsere Waffe. So, gut, ja, dann, wir sind rund dann können um. Wir ja zurück. Ja. Also dann ist ja hier der Rückweg schon vorgezeichnet. Im Grunde. Da wollen wir ja lang. Das ist Otto, jawohl. Ja. Okay. Das ist ein Stein. Ja, da hinten ist ein Stein, ja. Irgendwo, ja, hier rechts. Mhm. So, hier ist so schön ruhig. Hier können wir eben in Ruhe zuhören. Stein des Herbstes. Aha. Und so seid ihr nun hier. Fertig. Gefangen in der Magie dieser Feinsteine. Auf ewig in einem treibenden Strom aus Liedern und widerhallenden Stimmen zu leben. Euer Körper längst verfallen. Eure Familie, eure Freunde. Verloren an den Lauf der Zeit. In diesen chaotischen Strudeln der Kakophonie treibend, verbringt ihr eure Zeit damit, euch nach Freiheit zu sehnen. Wohl wissend, dass mit dieser Freiheit ein solch erbärmliches Nichts einhergeht, dass selbst dieses Steingefängnis vorzuziehen ist. Die Götter können ihre falsche Welt behalten. Ich schaffe eine eigene.
gut. Gut. Das ist jetzt vollständig, das Set, dann können wir mal gucken. Haben wir den Herbst jetzt vollständig? Ja. Herbst ist vollständig. Ja, Mannere-Generation. Immer gut. Kann man im Moment gut gebrauchen. Ja, sowieso. Solange du zauberst, das machst du ja. Okay. Halt. Und jetzt ja. Im Augenblick sowieso. Da du gerade Mann, gerade Schwierigkeiten mit deinem Mann hast. Du kleiner Nicht-Bann-Könner. Ah ja, jetzt kann man auf den Knopf drücken. Ja. Gemeinheit, dass die den Knopf nur auf eine Seite gemacht hat. Und dann weiß man dann, wo man wieder rauskommt. Karte gucken. Hier geht's raus, ja. Nach Osten und dann... Nach Norden. Na gut, das kannst du ja jetzt in aller Ruhe machen, da rauslaufen. Dann treffen wir uns vor dem Tor wieder. Draußen, ja, genau. Ne? Treffen wir uns draußen wieder. Genau. Ich lasse mich mal wieder entfluchen. Ja, genau. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja. Gut. Ciao. Bis dann. Tschüss.